Was geschah diesen Sommer wirklich in Südspanien, an der Straße von Gibraltar? Die Stimmung ist vorsichtig angespannt. Welche Rolle spielt dabei Marokko? Das Gewühl, der Trubel, der ist natürlich ideal, um die Geschäfte abzuwickeln. Und was geschah eigentlich wirklich seit 2015 in Deutschland? So, ja, hätten Linke gesagt, das sind die Wahnbilder von rechten Flüchtlingshassern. Es ist aber leider so gekommen. Ist es tatsächlich unmöglich, Grenzen zu schützen? Und ist die Massenmigration wirklich eine unabwendbare Naturgewalt, wie deutsche Medien den Bürgern weismachen wollen? Begleiten Sie uns dieses Mal ans südwestliche Ende Europas und darüber hinaus, bis wir bei uns selbst ankommen, nicht zufällig, sondern notwendigerweise. Besuchen Sie mit uns ein Land, das bislang von der Asylkrise verschont blieb, nun aber zum nächsten Einfallstor nach Europa werden könnte. Was den Spaniern dann blüht, lässt sich eindrucksvoll in Deutschland beobachten, pausenlos verklärt und beschönigt durch führende Leitmedien. Kurzum, mit dem Singular kommen wir hier nicht mehr weiter. Zeit für den Plural. Flüchtlingslügen 2018. Die große JFTV-Dokumentation zum Stand der Asylkrise. Anfang Juli 2018. Per Flugzeug geht zuerst über die Alpen, dann weiter ans südwestliche Ende des europäischen Kontinents, wo sich Afrika und Europa so nah sind wie nirgendwo sonst. Meine zweite Heimat. 2015 kam der große Massenandrang in meiner ersten Heimat. Jetzt kommt er in meiner zweiten. Ist schon verrückt. Naja. Willkommen in Andalusien, an der Costa del Sol, der auch bei deutschen Touristen beliebten Sonnenküste Spaniens. Von Malaga aus reihen sich Touristenhochburgen aneinander. Zum Beispiel das mondäne Marbella mit seinem schicken Puerto Banús. Ort der Reichen und Schönen, temporär herbeimigriert vor allem des sonnigen Wetters wegen. Apropos. Es war ein anderes Thema, aber im politischen Sinne auch durchaus interessant. Es ist nämlich, dass das außerordentlich grün war dort. Der Grund? Anders als in Deutschland war die erste Jahreshälfte in Spanien unüblich kühl und feucht. Und selbst Ende April fragten sich spanische Medien noch, wann kommt eigentlich endlich der Frühling? Ich reise hierhin, seit ich denken kann. Das erste Mal, dass ich zu dieser Jahreszeit hier mit einer Jacke sitze, das ist kein Scherz. Und genau da, ja, wie das dann so ist, las ich dann so übers Smartphone so ein bisschen deutsche Nachrichten. Und dann ging das gerade los hier mit Hilfe, Hilfe, es ist Sommer, es ist heiß, es ist trocken. Bisschen skurril, das Ganze dann zu lesen, als ich da unten saß, 50 Kilometer nördlich von Afrika und mit einer Jacke an im Hochsommer. Kurzum, geht es nach deutschen Leitmedien, ist ein schöner Sommer eine Katastrophe. Aber die Massenmigration von Hunderttausenden gering bis gar nicht Qualifizierten kein Problem. Wir sehen das bekanntlich etwas anders. Und deswegen sind wir hier. Die Migrationszahlen auf der westlichen Route steigen. Mitte Juli löst sie die zentrale Mittelmeerroute über Italien als meist frequentierte Migrationsroute nach Europa ab. Allerdings sind die Zahlen noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau, weswegen Touristen und Einheimische davon nicht allzu viel mitbekommen. Es sei denn, sie werden Zeuge solcher Ereignisse. Der Strand von Sahara de los Atunes im Jahr 2017. Ein Boot voller Schwarzafrikaner landet an. Touristen filmen das Ereignis mit Handykameras. Ähnliche Bilder aus diesem Sommer, aufgenommen ebenfalls von Touristen am Strand von Tarifa. Oder hier am Strand von Fontanilla. Doch der Küstenabschnitt, an dem hier die Migranten ankommen, reicht von Almeria an der Mittelmeerküste bis Cádiz an der Atlantikküste. Gut 500 Kilometer. Unser erstes Ziel daher, der Hafen von Tarifa, direkt an der Straße von Gibraltar. Schon der Weg dahin, ein echtes Spektakel. Ja, wir sind gerade durch Algeciras durch. Wir sind jetzt sozusagen mitten in der Straße von Gibraltar. Man sieht hier gegenüber ein fassbares Panorama. Das sind die Berge von Marokko. Man kann sogar die Häuser sehen. Man kann drüben die Hafenanlage von Tanjamet sehen. Auf der einen Seite das Mittelmeer, auf der anderen der Atlantik. Ein außergewöhnlicher Ort, fanden auch schon die Menschen in der Antike. Das hieß ja in der Antike hier die Säulen des Herakles. Auf der einen Seite das Atlasgebirge, auf der anderen Seite hier Gibraltar. Und ja, damals dachten die Menschen, dahinter hört die Welt auf. Heute glauben die Menschen, jedenfalls in Afrika,
Hier fange ein besseres Leben an. Und Tarifa ist einer der Häfen, in dem laut spanischen Medien immer wieder Migranten ankommen. Es ist die südlichste Stadt auf dem europäischen Kontinent. Und nirgends ist der Abstand zu Afrika geringer als von der Isla de las Palomas, einer vorgelagerten Felseninsel, auf der sich die Punta de Tarifa, der südlichste Punkt des europäischen Kontinents, befindet. Gerade einmal 14 Kilometer beträgt der Abstand von hier zur anderen Seite. Und stetig bläst der Wind durch die Meerenge, was Tarifa zu einer der Welthauptstädte des Kitesurfens macht. Ersichtlich an den vielen Segeln über dem breiten Sandstrand der Stadt. Auf den ersten Blick ist hier alles wie eh und je. Aber auf den zweiten merken wir, irgendwas ist dieses Mal anders. Krankenwagen am Hafen, Rotes Kreuz und Guardia Civil, eine paramilitärische Polizeieinheit. Sogar ein Polizeibus kurft hier herum. Doch wo sind eigentlich die Migranten? So groß ist der Hafen von Tarifa nicht. Und diese Fähre versperrt nicht ewig den Blick aufs Wesentliche. Treffer. Gut 60 bis 80 Migranten, offenbar ausnahmslos Schwarzafrikaner, warten hier auf ihren Abtransport. Dahinter übrigens ein Frachter in der Straße von Gibraltar. Und das Gebirge dahinter, das ist Afrika. So sind die Dinge hier, so waren sie schon immer. Aber das ist neu. Gerade in diesem Moment fährt ein Polizeibus der Guardia Civil in den Hafen. Sein Sinn und Zweck ist offensichtlich. Also legen wir uns in einer Bar an der Hafenausfahrt auf die Lauer. Ja, sitzen hier im Hafen von Tarifa und machen dasselbe wie damals in Catania, warten auf den Bus. Tatsächlich weckt die Szenerie Erinnerungen an das, was wir im Sommer 2017 auf Sizilien erlebten. Im Hafen von Catania beobachteten wir ebenfalls die Abfertigung von Migranten und folgten mehreren Bussen kreuz und quer über die Insel. In der Regel ging es in Migrantencamps fernab der Zivilisation. Ein Bus fuhr sogar gleich Richtung italienisches Festland. Ein klares Indiz, dass die Aufnahmekapazitäten auf Sizilien seinerzeit erschöpft waren. Doch was machen eigentlich die Spanier mit diesen Migranten? Es geht los, wir folgen dem Bus. Und merken schnell, das Déjà-vu hat auch seine Grenzen. Abtransport nicht in Reisebussen, vollklimatisiert etc., sondern in Gefangenentransportern. Und der Bus wurde auch begleitet von einem Wagen der Policía Nacional. Und deswegen halten wir uns lieber weit zurück. Auf der anderen Seite war es dadurch aber auch relativ leicht zu verfolgen, anders als jetzt ein x-beliebiger Reisebus. Es geht auf die Küstenstraße N340. Fahrt Richtung Westen, Richtung Cádiz an der Atlantikküste entlang. Naja, die Fahrt ging bis nach Cádiz, fast bis nach Cádiz, in einen Ort namens San Fernando zwischen Chiclana de la Frontera und Cádiz. Das Ziel war eine Direktion der Policía Nacional. Und wir konnten dann beobachten, wie dort die Migranten schön geordnet, einer nach dem anderen, im Grunde wie Gefangene, in diese Polizeiwache geführt wurden. Irgendwann fährt der Bus weg. Mutmaßlich werden die Migranten hier registriert, müssen offenbar auch die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Ja, was mit den Migranten dann passiert, ist allerdings auch kein Geheimnis. Und zwar im Normalfall folgt dann die Unterbringung für bis zu 2 Monate in sogenannten Centros de Internamiento de Extranjeros, also auf Deutsch übersetzt Zentren zur Internierung von Ausländern, anders ausgedrückt Abschiebegefängnisse. Wir fahren nach Algeciras, gut 15 Kilometer von Tarifa entfernt, am anderen Ende der Meerenge. Der Felsen von Gibraltar, bis heute britische Kronkolonie, markiert die Einfahrt zur Bucht von Algeciras. Hier befindet sich Spaniens nach Warenumschlag größter Hafen. Und wenige hundert Meter entfernt ein solches CIE, tatsächlich ein altes Gefängnis. Hinter verschlossenen Türen werden Identität und Herkunft illegaler Einwanderer geprüft, um sie, wenn möglich, gleich wieder zurückzuführen. Ja, so werden hier in Spanien derzeit die Migranten untergebracht, jedenfalls für die ersten 2 Monate. Und eines fällt auch gleich auf, also hier auf den Straßen rundherum, ich bin einmal ganz rumgegangen, man jetzt sieht hier nirgendwo jetzt Migranten oder Schwarzafrikaner auf der Straße. Tatsache, 750 Migranten sind hier untergebracht. Doch das Leben rund um das CIE in Algeciras geht seinen normalen Gang.
Oder anders ausgedrückt, sieht es rund um deutsche Aufnahmestellen ganz anders aus. Deutschland im Sommer 2015. Der Höhepunkt der Massenmigration ist noch lange nicht erreicht. Da platzen Asylbewerberunterkünfte bereits aus allen Nähten. Wie hier in Gießen-Röttgen, der Erstaufnahmestelle des Landes Hessen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es in Gießen-Röttgen noch lange bevor das dann richtig viele wurden, schon im Juni, Juli, die ersten Meldungen in Lokalzeitungen gab von Übergriffen auf insbesondere auf Mädchen und Frauen in der Buslinie 1, die da direkt vor dem vor der Erstaufnahmeeinrichtung langfährt. Erste Übergriffe auf Mädchen und Frauen in Bussen wie diesen. Vorzeichen dessen, was da auf Deutschland zukommt. Ähnliches hören wir damals in jedem Supermarkt nahe einer Asylbewerberunterkunft. Zum Beispiel hier in Friedland. Es klang wie Sodom und Gomorra, ja? Also ein Anstieg der Ladendiebstähle, ich meine um 600%. Und dass die Polizei dann auch schon sagte, bitte, bitte ruft uns nicht mehr, es sei denn, es ist wirklich schlimm, dass man Sicherheitsleute einstellen musste und all diese Dinge. All diese Dinge halt, die seither ihren Lauf nehmen. Und damals von Medien und Politik herzlich willkommen geheißen wurden. Zum Beispiel auf Schildern wie diesem an der Erstaufnahmestelle des Landes Niedersachsen in Braunschweig. Na dann, herzlich willkommen. Wir sind in Berlin. Treffen JF-Online-Chefredakteur Felix Krautkrämer. Mit seinem Team berichtet er täglich im Internet über den Wahnsinn, der seit 2015 in Deutschland tobt. Es ist auch für alle omnipräsent. Ja? Also du kannst es nicht mehr ausklammern, weil wenn du über die Straße gehst und die Augen nicht zumachst und keine Scheuklappen aufhast, siehst du, dass dort mittlerweile mehr andere Menschen sind, die vor 3 Jahren noch nicht da waren. Du siehst es in der S-Bahn, du siehst es in den Bahnhöfen und du siehst es natürlich auch in den Medien. Wir sehen das also an schrecklichen Vergewaltigungsfällen, Mordfällen und BAMF-Skandal. Und dieses Thema ist einfach, es spiegelt sich in allen Facetten wider. Facetten, die man in Medien und Politik gerne verschweigen würde. Also wenn du mich vor 3 Jahren gesagt hättest, lass mal rechte Verschwörungstheoretiker ein Drehbuch schreiben, ja, dann wäre das genau so gewesen. Ja. Die guten Menschen holen die ganzen Leute ins Land und die drehen dann durch und machen massenhaftes Gruppenkratzen in der Silvesternacht, jagen sich als IS-Terroristen in die Luft und vergewaltigen und ermorden junge Mädchen. So, ja, hätten Linke gesagt, das sind die Wahnbilder von rechten Flüchtlingshassern. Es ist aber leider so gekommen. Und es nimmt kein Ende. Neuerlicher Höhepunkt des Wahnsinns. Die schon länger hier lebenden Araber-Clans rekrutieren in Städten wie Berlin unter den Flüchtlingen erfolgreich Fachkräfte für nicht ganz so legale Tätigkeiten. Flüchtlinge werden immer häufiger als Handlanger der Clans eingesetzt. Das sind natürlich kriminelle Strukturen, die seit den 80er Jahren gewachsen sind. Die ganzen Libanesen und sowas, die damals als Flüchtlinge kamen, haben sich natürlich als kriminelle Großfamilien etabliert in Deutschland. Und die bekommen jetzt auch noch einen gigantischen Zulauf an weiterem Personal, was sie rekrutieren können. Und trotzdem, der herrschende Zeitgeist hält an der Willkommenskultur fest. Apropos, gibt es eigentlich eine Willkommenskultur in Europa? Man glaubt es kaum. Aber mit dieser Frage beschäftigt sich tatsächlich diese Internetseite des EU-Parlaments. Unfreiwillig dokumentiert sie allerdings eher den ganzen Wahnsinn deutscher Asylpolitik. Klickt man die Jahre durch, zeigt sich schnell. Kein anderes EU-Land verzeichnete in den vergangenen Jahren auch nur annähernd so viele Asylanträge wie Deutschland. Und es waren andere, die dieses Chaos eindämmten. Allen voran Ungarn, das mit seinem Grenzzaun allen deutschen Unkenrufen zum Trotz die Balkanroute abriegelte. Und nun macht Italien dasselbe, nachdem das Land von 2014 bis 2017 jährlich mehr als 100.000 illegale Migranten zählte. Und Spanien? Obwohl das Land so nah an Afrika liegt, war Massenmigration hier in den letzten Jahren kein Thema. Der Grund dafür liegt in der Geschichte. 2006 hatte Spanien seine letzte große Asylkrise. Gut 40.000 illegale Migranten kamen damals an. Der Großteil davon auf den Kanarischen Inseln, was dort zu chaotischen Zuständen führte. Und Tausende, möglicherweise Zehntausende ertranken damals im Atlantischen Ozean. So lernte Spanien schon recht früh, was ganz Europa in den letzten Jahren längst hätte lernen müssen. Nämlich, dass diese Form der Massenmigration selbst eine humanitäre Katastrophe ist und mitnichten deren Lösung. 2006 machte Spanien dem tödlichen Treiben auf dem Atlantik ein schnelles Ende. Schickte dazu seine Marine in den Atlantik, verhandelte Rückführungsabkommen mit afrikanischen Staaten aus, zahlte Entwicklungshilfe dafür, dass Herkunftsländer die Migranten schon an der Abfahrt hinderten und baute jene Abschiebegefängnisse wie das CIE in Algeciras aus. Übrigens,
Ministerpräsident seinerzeit war José Luis Rodríguez Zapatero von der sozialistischen Partei PSOE. Also ein Linker. Fortgeführt wurde diese Politik vom konservativen Mariano Rajoy. Doch dann kam im Juni 2018 er an die Macht. Pedro Sánchez, ebenfalls von der sozialistischen Partei PSOE. Zu seinen ersten Amtshandlungen zählte die Aufnahme des NGO-Schiffes Aquarius, deren Besatzung über 600 Migranten vor Libyen aus dem Meer gefischt hatte, in Italien aber nicht mehr einlaufen durfte. Bedeutete das etwa, dass Spanien jetzt seine Asylpolitik ändert? Und vor allem? Wie wirkt denn sowas? Wie wirken solche Bilder und solche Aussagen auf die Menschen in Afrika? Wir sind zurück im Hafen von Tarifa, besteigen eine Fähre, begleitet von JF-Reporter Hinrich Rohbohm, der bereits an zahlreichen Hotspots der Asylkrise recherchierte. Es dauert gerade einmal eine Stunde, doch es ist wie eine Reise in eine andere Welt. Tanger, Millionenstadt mit großer Geschichte auf der afrikanischen Seite der Straße von Gibraltar. Heute ist Tanger aufstrebende Hafenstadt in Marokko und bekanntes Zentrum der Schleusermafia im Norden Afrikas. Zusammen mit Hinrich Rohbohm wollen wir rausfinden, wie die Migration hier auf der anderen Seite organisiert wird. Und auch ihm fällt als erstes auf: Ganz schön schattig, ne? Auch hier weht vor allem abends ein frischer Wind. An der Strandpromenade machen Zehntausende Marokkaner, Touristen wie Einheimische, die Nacht zum Tage. Wohlgemerkt, das hier soll laut deutschen Grünen kein sicheres Herkunftsland sein. Am nächsten Morgen. Wir fahren in die Medina, die Altstadt von Tanger. Während sich an der Strandpromenade eher die marokkanische Mittelschicht tummelt, sehen wir hier das alte Marokko. Ganz so, wie man sich die Welt aus Tausend und einer Nacht vorstellt. Und schnell finden wir hier Freunde. Viele Marokkaner sprechen überraschend gut Deutsch und sprechen einen dann eben auf Deutsch an und wollen natürlich einen dann herumführen, weil sie einen dann für Touristen halten und sind dann auch sehr hartnäckig und lassen sich dann so leicht auch nicht abschütteln. Willkommenskultur auf Marokkanisch, die allerdings weniger uns selbst, eher unserem Portemonnaie gilt. Ich mag das Kriegen spielen. Ja, wir haben uns auch fast schon einen Spaß draus gemacht, sind dann also mal schnell rechts abgebogen, durch Gassen gelaufen und haben uns dann umgeblickt. So, jetzt haben wir den guten Mann abgehängt, drehen uns um und dann stand er schon wieder vor uns. Um eine kleine Spende für eine Einführung in marokkanische Gewürzkunde kommen wir also nicht herum. Gewürze, 35 Gewürze. So erstaunlich, wer alles Deutsch spricht hier. Ja, ne? Also Sprachprobleme bekommt man hier keine. Im Gegenteil. Weil hier gefühlt jeder Deutsch spricht, verständigen wir uns auf eine Codesprache. Ich würde sagen, wir machen mal eine Schafstour, ne? Ja. Eines wird jedenfalls schnell klar. Die Bedingungen in der Medina sind ideal für Geschäfte jenseits einer allzu großen Öffentlichkeit. Das ist alles eben sehr eng angeordnet und deshalb ist es eben auch ein ideales Feld. Dieses ganze Gewusel, dieses Unauffällige, dieses Gewühl, dieser Trubel, der ist natürlich ideal, um die Geschäfte abzuwickeln. Dann folgen wir einer Gruppe Schwarzafrikaner durch die Medina. Sie führen uns zu jenem Ort, den wir bereits im Vorfeld als Zentrum der Schleusermafia in Tanger ausgemacht haben. Petit Soko, ein kleiner Platz mitten in der verwinkelten Altstadt. Während im Hintergrund der Muezzin ertönt, setzen wir uns in einem Café auf die Lauer und merken schnell, hier sind wir richtig. Das ist der Platz, wo ja praktisch die Deals abgeschlossen werden für die Überfahrt von Marokko nach Spanien. Das ist auch deutlich zu sehen, also während wir an der Promenade oder rundum in Tanger relativ wenige Schwarzafrikaner zu Gesicht bekommen, so konzentriert sich das hier am Petit Soko. Von Petit Soko aus folgen wir mehrfach Schwarzafrikanern. Die wollen zum Hafen. Meistens zum Hafen, von wo aus man am Horizont die Küstenlinie Spaniens erkennt. Hier sehen wir einen, der von der marokkanischen Polizei festgenommen wurde, offenbar beim Versuch, auf eine Fähre zu gelangen. Anderen folgen wir zurück in die engen Gassen der Altstadt. Immer wenn man da näher mal reingesehen hat, war doch alles voll mit Schwarzafrikanern, die dort zusammengesessen haben, die Köpfe zusammengesteckt haben, die aber auch dann immer sehr skeptisch und reserviert einen angesehen haben, wenn man da näher hinblickte. So, dass da für uns also auch es recht schwierig war, da was mitzubekommen. Die Zeichen sind offensichtlich. Fest steht aber auch,
So kommen wir hier nicht weiter. Zurück auf der spanischen Seite der Straße von Gibraltar, wo wir noch sehen konnten, wie die Dinge im Normalfall abliefen. Alleine im Hafen von Tarifa beobachteten wir mehrfach inkognito die Ankunft von Migranten. Mal 30, mal 60. Immer wieder Guardia Civil. Doch dann sehen wir das im andalusischen Fernsehen. In las últimas 24 horas casi 400 migrantes han llegado a los puertos andaluces. Los últimos 55. Es sind erste TV-Berichte über steigende Migrantenzahlen. Doch was wir sehen, passt so gar nicht zu unseren Beobachtungen. Abtransport in normalen Stadtbussen, Unterbringung in Turnhallen, wie in diesem Bericht aus Malaga. Wie erklärt sich das? Wir fahren nach Malaga, der zweitgrößten Stadt Andalusiens. Gegründet 800 vor Christus von den Phöniziern, dann unter der Herrschaft Karthagos und später der Römer, wovon dieses Amphitheater zeugt. Darüber thront die Alcazaba, Reste einer maurischen Festungsanlage, überbaut von einer christlichen Burg. Heute die berühmteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Zu Füßen der Alcazaba befindet sich der Hafen. Deutlich größer als in Tarifa, aber bei weitem nicht so groß wie in Algeciras. Schnell finden wir raus, wo hier am Abend zuvor die Migranten ankamen. Dieser Fischer hat das Prozedere mehrfach verfolgt. Sein Boot liegt in unmittelbarer Nähe zu den Booten von Küstenwache und Seenotrettung. Früher seien immer wieder mal einige Marokkaner an der Küste angekommen. Doch nun würden es immer mehr, vor allem Schwarzafrikaner. Das bestätigt auch dieser Fischer im Hafen von Tarifa. Vorher geschah das ein paar Mal im Monat, vielleicht einmal pro Woche. Doch mittlerweile passiert es täglich. Und wir Spanier werden hier verschwinden müssen, Platz machen für die Migranten, wenn es so weitergeht. Wir fahren weiter nach El Palo, dem östlichsten Stadtteil von Malaga. Hier soll sich laut Lokalmedien die Turnhalle befinden, in der die Migranten untergebracht sind. Und tatsächlich, in einer kommunalen Sportanlage stoßen wir auf Rotes Kreuz und Policía Nacional vor einer Turnhalle. Rein dürfen wir aber nicht, wegen Ansteckungsgefahr. Und raus dürfen die Migranten nicht, offiziell aus demselben Grund. Kurzum, dasselbe Bild wie in Algeciras. Einen Tag später werden die Migranten auf CIEs in ganz Spanien verteilt. Doch kann dieses System noch funktionieren, wenn die Zahlen weiter steigen? Zurück im Hafen von Malaga. Interessant ist, was die Fischer auf hoher See erleben. Auf dem Meer rufen sie per Handy das spanische Rote Kreuz und sagen, wir sind verloren. Und das Rote Kreuz fährt raus und sucht sie. Auch das bestätigt der Fischer in Tarifa. Salvamar ist mittlerweile wie ein Taxidienst. Sie rufen Salvamento Marítimo an und Salvamento Marítimo fährt für sie raus und bringt sie nach Spanien. Der Name fällt immer wieder. Salvamento Marítimo, kurz Salvamar oder Sasemar. Salvamento Marítimo ist die offizielle spanische Seenotrettung. Und man muss aber sagen, dass Salvamento Marítimo, wenn auch unfreiwillig, in diesem Jahr in Spanien ein wenig die Rolle übernimmt, die die NGOs auf der zentralen Mittelmeerroute gespielt haben. Das heißt, setz dich in ein Schlauchboot oder in irgendwas Hochseeuntaugliches, paddel damit raus ins Meer, begib dich in Seenot und dann kommen die Europäer und retten dich, mit anderen Worten, bringen dich nach Europa. Es ist genau diese Methode, die zur Explosion der Migrantenzahlen auf der zentralen Mittelmeerroute von Libyen nach Italien geführt hat. Welche Rolle dabei Nichtregierungsorganisationen spielten, zeigten wir bereits 2017 mit dieser Animation von Bewegungsprofilen ausgewählter NGO-Schiffe. Und genau dieser de facto Taxiservice für illegale Migranten, von Medien zur Seenotrettung verklärt, ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Zahlen nun auch in Spanien deutlich angestiegen sind. Ende Juli erreichen sie einen Höhepunkt. Die erste Lehre von 2006, das Chaos, nimmt kurzzeitig Formen an. In zahlreichen Häfen stauen sich die Migranten, so auch hier in Algeciras, wo die Ankunft auf einer Mole ganz weit hinten stattfindet. Wir haben unsere Deckung aufgegeben, sind nun mit offizieller Drehgenehmigung hautnah dabei. Wir sind alle seit 5 Tagen hier, sagt dieser Mann. Gut 500 Migranten stauen sich hier. Die Unterbringung, sagen wir mal spartanisch. Dann ein vertrautes Bild. Ein Bus der Guardia Civil fährt auf die Mole.
Es wird kurzzeitig hektisch unter den Migranten. Die Stimmung ist vorsichtig angespannt. Und nun auch noch das. Die Polizei sortiert die wenigen Frauen aus, lässt sie bevorzugt in den Bus. Zum Missfallen derer, die schon länger hier warten. Das Schiff ist in der vergangenen Woche angekommen. Wird auch gerade bestätigt. Liegt tatsächlich 7 Tage schon hier. Die Maria Zambrano, eines der größten Schiffe von Salvamento Marittimo in der Straße von Gibraltar. Die letzten Tage fungierte es als Unterbringung. Nun gehen die letzten Migranten von Bord. Das Schiff wird gerade gereinigt. Davor Reste der Schlauchboote, aus denen die Afrikaner gerettet wurden. Zufällig lernen wir hier Manuel Kappa kennen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von Salvamento Marittimo. Ihm missfällt die Lage hier. Die Migranten auf der Mole sind nicht auf dem Schiff und nicht in einem CA. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem rechtlichen Zustand sie sich befinden. Während unseres Interviews kommt dieser Mann von der Elfenbeinküste auf Manuel Kappa zu, beschwert sich bei ihm ausführlich über die hiesigen Umstände. Er sei seit Tagen hier. Schlechtes Essen, keine Medikamente, zu wenig Duschen und Toiletten. Interessant ist, was Kappa immer wieder antwortet. Schuld sei die Polizei, nicht Salvamento Marittimo. Trotzdem geht's weiter. Und einmal in Rage sagt der Mann sogar: Ich will zurück nach Afrika. Ich bevorzuge Afrika. Denn in Afrika lebe ich nicht so. In Marokko isst man gut, lebt man gut. Kurz gefasst, alles besser dort. Wir machen unsere Arbeit, behandeln sie gut, erklärt Kappa. Aber was nicht sein kann, ist, dass ab hier niemand mehr zuständig ist. Selbst die Toiletten habe Salvamento Marittimo aufgebaut, nicht die Polizei. Ja, allmählich verdichten sich hier die Hinweise, dass es da so eine Art Konflikt gibt. Ne? Die einen wollen die Leute retten, die anderen wollen die Grenze schützen. Auch Polizeibeamte äußern hinter vorgehaltener Hand Vorwürfe, wie wir sie schon von Fischern gehört haben. Und auf Nachfrage bestätigt Kappa sogar: Wir finden die Schlauchboote auf Hinweis anderer Schiffe oder weil uns eine Nichtregierungsorganisation in Marokko bei Abfahrt der Boote informiert. Den Namen der Nichtregierungsorganisation will Kappa lieber nicht nennen. Was nicht wirklich verwundert. Derweil liegt der Verdacht zumindest nahe, dass diese Form der Unterbringung kein Zufall ist, sondern eher Absicht von der Guardia Civil. Aus asylkritischer Perspektive eine gute Absicht. Ja, also man verhindert zumindest auf der einen Seite das Entstehen so allzu positiver Rückmeldungen von den Migranten, die ja, wirklich nachweislich dazu führen, dass sie noch mehr auf den Weg machen. Man reduziert auch die Kapazität von Salvamento Marittimo, ja, wo die Schiffe dann eben tagelang im Hafen liegen müssen, weil die Leute an Bord bleiben müssen. Also ein interessantes Spielchen, was wir hier beobachten. Ein interessantes Spielchen haben wir auch in Marokko beobachtet. Mehr allerdings noch nicht. Bislang. Wir sind zurück mit Hinrich Robum am Petit Soko in Tanja. Da macht uns eine Gruppe Afrikanerinnen schöne Augen. Eindeutige Blicke des Flirtens, wo klar war, man versucht da was anzubandeln. Der Hintergrund ist natürlich der, man möchte auf diese Weise nach Europa gelangen. Und das war hier natürlich auch so. Und dann haben wir uns praktisch zum Lockvogel gemacht. Ich bin dann zu der Gruppe hingegangen, habe mich da vorgestellt. Bonjour, comment allez-vous? Und wir haben dann da miteinander kurz französisch Smalltalk gehalten. Und das führte dann so weit, dass wir dann die Telefonnummern austauschten. Per WhatsApp setzt sich der nicht ganz so ehrliche Flirt mit der Afrikanerin fort. Naja, und irgendwann kam dann das Gespräch natürlich auf das Vorhaben Überfahrt nach Europa und dass sie das jetzt auch probieren wolle. Doch dann herrscht plötzlich Funkstille. Warum, werden wir noch sehen. Wir fahren inzwischen die marokkanische Küstenlinie ab. Von Tanja Richtung Mittelmeer, fast bis an die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta. Wie auf spanischer Seite auch hier ein spektakulärer Blick. Andalusien von Afrika aus gesehen. Sozusagen Europa von außen. Also es ist zum Greifen nah hier. Nur wird oft vergessen, die Strömung hier ist enorm. Also wenn man da jetzt mit dem Schlauchboot beispielsweise reinspringen würde und versuchen würde rüber zu paddeln, man würde vermutlich, oder nicht nur vermutlich, mit Sicherheit
Richtung Atlantik getragen werden. Denn der Wind ist an diesem Tag enorm. Und das bleibt auch erstmal so. Hier wie auch auf der anderen Seite in Tarifa. Was weggeweht. Wahnsinn. Wieder anderer Tag, wieder anderes Wetter. Der Wind hat gedreht auf Levante. Es ist Levante fortissimo, also starker Ostwind im Moment. Kommt also vom Mittelmeer, zieht raus auf den Atlantik. Man sieht, hier weht die rote Fahne. Man darf nicht baden im Moment. Ich habe auch mal mit ein paar Rettern hier gesprochen, die mir gesagt haben, wer jetzt hier raus paddelt ohne einen Motor in einem unmotorisierten Boot, der landet irgendwo mitten im Atlantik und ist ja hoffnungslos verloren. Die Rettungsschwimmer müssen im Notfall auch bei diesem Wetter ran, haben dafür aber auch Maschinen wie diese an ihrer Seite. Ohne die wäre es auch für sie lebensgefährlich. Anders ausgedrückt, die Nähe zwischen Spanien und Marokko ist höchst trügerisch. Und nicht mal Manuel Kappa weiß, wie viele Menschen hier dieses Jahr wirklich ums Leben gekommen sind. Das kann man nicht sagen, das weiß man nicht. Die Boote sind aus Gummi, auf dem Radar nicht zu erkennen und gewiss kentern viele dieser Schiffe. Aber wir können sie nicht zählen, weil man sie nicht sehen kann. Und wenn hier jemand kentert, bei den Strömungen, zieht es ihn entweder in den Atlantik oder ins Mittelmeer. Ergo, auch hier gilt, je mehr Menschen auf diese Weise kommen, desto mehr Menschen kommen auf diese Weise um. Und dieses Internetvideo, das Salvamento Marittimo bei der Arbeit zeigt, verdeutlicht, wie gefährlich die Überfahrt auch hier ist. Es ist die zweite Lehre aus 2006, von deutschen Medien allerdings durchweg ignoriert oder gar ins Gegenteil verkehrt, wie in diesem Online-Video der ARD-Sendung Monitor. Kernaussage lautet, 692 Menschen sind in diesem Jahr auf der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen, wobei man dazu sagen muss, mittlerweile sind das mehr. Aber zu dem Zeitpunkt waren es eben 692. Und schuld daran seien natürlich die bösen rechten Italiener, die jetzt diese guten, tollen NGOs an die Leine gelegt haben. Und das Schlimme ist, sie brauchen wenige Minuten, um das zu widerlegen. Es genügt ein Blick in die offiziellen Zahlen, die zeigen, dass im Jahr 2016, als ich würde mal schätzen, gut zwei Dutzend NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs waren und gerettet haben, über 5000 Menschen dort ums Leben gekommen sein sollen. Trotz NGOs. Nein, wegen NGOs. Die bösen rechten Italiener haben also jenes Sterben beendet, das die guten linken NGOs jahrelang befördert haben. Derweil verschafft das Wetter den Spaniern eine Verschnaufpause. Wir nutzen die Zeit für einen Besuch im logistischen Zentrum der Seenotrettung an der Straße von Gibraltar. Vor den Toren Tarifas geht es über einen Feldweg durch die Berge. Hier, hoch über der Meerenge, befindet sich Tarifa Traffico, das Kontrollzentrum von Salvamento Marittimo für den gesamten südspanischen Küstenabschnitt. Was werden wir hier zu Gesicht bekommen? Eifrige Helferlein nach deutschem Vorbild? Eine Refugees Welcome Party auf Andalusisch? Zuerst stoßen wir im Foyer auf eine Karte an der Wand, die uns mehr als nur die Zeit vertreibt. Wenn man von der Seite schaut, sieht man ziemlich genau auch, warum die Dinge hier so sind, wie sie sind. Wir haben auf der einen Seite die Straße von Gibraltar, wir haben nördlich und südlich davon zum Teil sehr hohe Berge, also sehr hoch, bemessen daran, dass es direkt am Meer ist, sowohl hier als auch hier 800 Meter Höhe, über 800 Meter Höhe. Und in der Straße von Gibraltar bis zu über 900 Meter tief. Das heißt, die Straße von Gibraltar ist sehr, sehr tief. Und das weiß man zum Beispiel aus einem bekannten deutschen Spielfilm, nämlich das Boot. Die Szene, wo das Schiff so weit runtersinkt, die ist genau hier, findet genau hier statt. Und je nach Windstärke sind das hier sehr starke Kräfte, die hier wirken. Starke Kräfte wirkten auch im Kontrollzentrum ein Stockwerk höher, bis vor wenigen Tagen. Die letzte Woche hatten wir viel Arbeit. Es war eine komplizierte Woche, ein Höhepunkt bezüglich der Anzahl geretteter Menschen. Es war eine Woche mit exzellentem Wetter, mit so gut wie keinem Wind, was sehr selten ist hier an der Küste. Also eine sehr, sehr intensive Arbeitswoche. Genau hier laufen die Drähte zusammen, werden Rettungsmissionen koordiniert. Wir arbeiten nach internationalem Seerecht und demzufolge gilt, wenn jemand auf dem Meer in Gefahr ist, muss er gerettet werden. Das steht fest. Fest steht aber auch, Salvamento Marittimo ist weder gemacht noch gedacht für das da, sagt niemand Geringeres als der Leiter der hiesigen Seenotrettungsstelle. Eine Aussage, die man von den linken Ideologen an Bord angeblicher Rettungsschiffe niemals hören würde. Ja, was diese Leute machen, ist eine sehr wichtige Arbeit. Das Problem ist natürlich in gewisser Weise ein Dilemma, ja, dass sie ausgenutzt werden, im Endeffekt
von der afrikanischen Schleusermafia. Ich will den Immigranten das gar nicht vorwerfen. Sie werden ja von gewissen Kreisen auf diese Routen gelockt und nutzen sozusagen die Rettungsinfrastruktur, die wir hier in Europa haben, aus, um auf diesem Wege nach Europa zu kommen. Nach Europa kommen. Genau das hat mittlerweile auch die Afrikanerin versucht, die Hinrich Robum in Tanja kennenlernte. Und dann hat sie erzählt, man hat sich getroffen in Mesnana. Mesnana, das ist ein Stadtteil von Tanga in der Nähe des Flughafens. Und dort haben sie dann eben auf das Boot gewartet. Und sie schreibt auch ganz klar, das war nicht weiter kompliziert. Also von dort sind sie dann gestartet. Das Einzige, woran es gescheitert ist, war ganz einfach die marokkanische Marine, die da aufmerksam war und sie dann dort sofort entdeckt hat und zurückgebracht hat. Aber man hat sie jetzt nicht dingfest gemacht, man hat sie einfach wieder laufen lassen. Und dann passiert natürlich das, was logisch ist. Sie versuchen es natürlich ein weiteres Mal. Und das ist der Moment, wo sie mich dann gefragt hat, ob ich ihr nicht 1.500 Euro geben könne, um die Überfahrt zu bezahlen. Ich habe dann gefragt, ist es auch das, was sie beim ersten Mal bezahlt hat? Nein, sagt sie, da waren es 1.000 Euro. Jetzt braucht sie mehr, um das marokkanische Militär zu schmieren. Und dann begann sie zu erzählen, es gibt eine Gruppe Senegalesen, die als Kapitäne sich Geld verdienen. Motorisiert übrigens, das ist so die komfortablere Version. Viele kommen ja jetzt mit Schlauchbooten rüber. Tatsächlich führen viele Wege nach Spanien. Umsonst unter LKWs oder heimlich auf Fähren. Die Billigvariante mit Schlauchbooten, genutzt vor allem von Schwarzafrikanern. Sowie die Luxusvariante mit motorisiertem Boot oder gleich per Jetski. Die Straße von Gibraltar ist seit jeher eine Schmugglerroute. Vor allem der Drogenmafia, für die sich nun mit Menschenschmuggel ein lukratives Zusatzgeschäft ergibt. Und noch einen Weg gibt es, nämlich über die Grenzzäune zwischen Marokko und den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Ende Juli sorgt auch diese Variante für Aufsehen, als 602 Schwarzafrikanern der Durchbruch in die Exklave Ceuta gelingt. YouTube-Videos zeigen afrikanische Männer kurz nach dem Eindringen, die ihren Sieg gegen die spanischen Sicherheitskräfte frenetisch feiern. Einige Wochen zuvor hatte Spaniens neuer Innenminister Fernando Grande Marlaska angekündigt, den Stacheldraht an den Grenzzäunen aus humanitären Gründen entfernen zu wollen. Wird man diese Ankündigung trotz dieser Bilder durchziehen? Wir sind zurück im Hafen von Algeciras, begeben uns erneut auf eine Fähre. Genau hier waren wir 2015 schon einmal. Damals zeigten wir Ceuta und die dortigen Grenzanlagen als Positivbeispiel für eine erfolgreiche Abwehr der Massenmigration. Ist dort noch alles beim Alten? Die Polizeipräsenz an Bord ist jedenfalls ähnlich wie damals. Anders ist aber das Wetter und damit auch das Meer. Die Sicht wenige Kilometer. Man sieht weder Spanien noch Afrika. Dann taucht aus dem Nebel Ceuta auf. Ein Stück Europa in Afrika. Auch wenn das Wetter dieses Mal eher an heimische Gefilde erinnert. Während Deutschland bei 37 Grad schwitzt, empfängt uns der afrikanische Kontinent mit deutschem Schmuddelwetter. Mal schätzen, 22, 23 Grad, windig, wolkig, sieht sogar fast nach Regen aus. Echt der Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, was wir gleich am Hafen beobachten. Mehrere Marokkaner, Afrikaner, die da versucht haben, in den Hafen reinzukommen, von der Guardia Civil verjagt wurden. Wir fahren als erstes zum einzigen offiziellen Grenzübergang zwischen Ceuta und Marokko. Der Weg führt durch den marokkanisch geprägten Teil der Stadt. Am Grenzübergang ist das Bild ähnlich wie vor 3 Jahren. Und auch der Stacheldraht ist noch da. Alles beim Alten. Hier oben Barrio Príncipe, berühmt in Spanien für seine Kriminalitätsrate. Und da hinten das Schild, da war die Spanien. Und ja, wenn man sich hier umschaut, schon etwas anderes als an der Costa del Sol. Der marokkanisch geprägte Strand von Ceuta, direkt zu Füßen des berüchtigten Barrio Príncipe. Wir sehen verhüllte Frauen am Strand. Die Marokkaner sind hier unter sich. Keine Spanier, auch keine Schwarzafrikaner, weit und breit. Wir fahren weiter in den spanisch geprägten Teil Ceutas. Da hat man doch eine ganz deutliche Veränderung zu 2015 gemerkt, nämlich viel, viel mehr Schwarzafrikaner. Das ist die Folge der Anstürme der vergangenen Jahre. Die Leute hier haben ja ein großes Problem. Die allermeisten werfen ihre Ausweise weg, verschleiern ihre Identität. Aber ohne Ausweis kommt man auch nicht auf die Fähre. Und dann kommt man auch nicht rüber. Und so hängen sie hier sozusagen fest. Obwohl sie schon auf
quasi europäischem Boden sind, jedenfalls in Spanien. Wir suchen das Gespräch mit Anwohnern, der Tenor einhellig. Es ist offensichtlich mehr geworden. Normalerweise lassen sie uns in Ruhe, aber es ist einfach zu viel, sagt dieser Mann. Es gibt schon das ein oder andere, antwortet dieser Mann auf die Frage, ob die Kriminalität angestiegen ist. Genauer will er nicht werden. Und die Regierung sei gefragt, eine Lösung zu finden. Das sieht auch diese Frau so. Es braucht eine Änderung der Migrationspolitik. Auf die Frage nach gestiegener Kriminalität antwortet sie ausweichend. Keine Probleme sieht hingegen dieser marokkanische Familienvater, der mal in Utrecht lebte, nun hier wohnt, allerdings kaum Spanisch spricht. Wir fahren nach Bentu, den östlichsten Vorort Ceutas. Das andere Ende von Ceuta. Hier gibt es keinen Grenzübergang, da ist der Zaun, ein Wachturm und die Häuser da, das ist schon Marokko. Auch hier ist der Stacheldraht nach wie vor dran. Wird der Innenminister ihn nach den jüngsten Ereignissen wirklich entfernen lassen? Große Zweifel, ob er es wirklich machen wird, weil dann kriegt er mit seinen eigenen Leuten hier, insbesondere mit den Angestellten der Polizei, ein großes Problem. Denn wenn der Zaun da nicht wäre, dann wären die hier im Nu überrannt. Vielmehr führt gerade dieser Ansturm mit zahlreichen verletzten Polizisten zu einer innenpolitischen Debatte. Zu sehen zum Beispiel in diesen Artikeln von Regionalzeitungen aus Ceuta. Die Chefs der beiden rechten Oppositionsparteien besuchen zeitnah den Grenzzaun der Exklave, werfen Ministerpräsident Sanchez unter anderem Gutmenschentum vor und dass er mit seiner Politik selbst zum Efecto Jamada, zum Pull-Faktor wurde. Anders Deutschland im Jahr 2015. Von 4 im Bundestag vertretenen Parteien geht damals keine in Opposition zu Merkels Asylpolitik. Eine Debatte findet nicht statt. Vielmehr steigert sich das Land, getrieben von realitätsentrückten Medien, in jene Mutter aller Flüchtlingslügen, die wir damals in den ersten beiden Teilen unserer Doku-Reihe beleuchteten. Den Höhepunkt des Wahnsinns erreicht der deutsche Pseudohumanismus hier, an den Bahnhöfen der Republik. Wir waren ja auch da mit der Kamera durch den Spalier, ja? Und diese Situation, ja, dass da, ich glaube, 50, 60, 70 überwiegend junge Männer empfangen wurden von Hunderten mit Plüschdaddys, Babynahrung und Pampers. Und sich dann gewundert haben, dass sie das nicht haben wollten. Ja, also sowas Verrücktes. Entschuldigung. Nur, da sieht man natürlich, was Medien anzurichten imstande sind. Die Medien haben da schon am Anfang, Giovanni Di Lorenzo von der Zeit hat es ja auch zugegeben, ja, die haben da komplett versagt. Also die Zeit hat genau jetzt, vor 3 Jahren ist es her, damals so auf ihre Seite willkommen gedruckt und gesagt, die Flüchtlinge sind ein Glück für Deutschland und wir müssen es gegen die Kritiker verteidigen, dieses Glück. Ja. Und seither? Die Mutter aller Flüchtlingslügen hat mittlerweile einigen Nachwuchs erhalten. Zum Beispiel, Merkel habe die Grenzen 2015 ja gar nicht geöffnet, denn sie waren ja schon auf, behauptet die ARD. Ausgerechnet in ihrem Faktenfinder. Das ist natürlich Quatsch. Klar war die Grenze offen, aber doch nicht für Migranten aus Afrika und aus dem arabischen Raum. Und Quatsch ist ebenfalls, was die deutsche Politik mit Blick auf die Lage in Spanien unternimmt. Ein Abkommen, das besagt, dass Migranten, die in Spanien anlandeten, an der deutsch-österreichischen Grenze abgewiesen werden können. Das ist er also, der erste Schritt zur europäischen Lösung. Wer meint, dass das Abkommen mit Spanien auch nur irgendein Problem in der deutschen Asylkrise löst, der glaubt auch, dass man Krebs mit Homöopathie behandeln kann. Das funktioniert nicht. Das ist wirklich, also das ist nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein. Für Deutschland ist natürlich das viel größere Thema die Binnenmigration. Und da wird uns ja in Deutschland ja immer erzählt, das können wir eigentlich, das ist sehr kompliziert, das zu unterbinden und das ist nicht so einfach. Also Frankreich macht ganz klar vor, dass es mit dem nötigen Willen sehr wohl geht und dass man das Schengen-Abkommen eben auch aussetzen kann. Wie zum Beispiel an der französisch-italienischen Grenze. Natürlich kommen auch dort Migranten rüber, aber das sind, ich sage mal, eine zu vernachlässigende Anzahl. Und das ist doch das Entscheidende, dass man wieder Kontrolle über sein Land gewinnt. Und da ist Frankreich momentan auf einem besseren Weg als Deutschland. Und genau das zeigt sich auch in den Asylbewerberzahlen des laufenden Jahres. Deutschland hat die vierfache Summe
an neuen Asylsuchenden aufgenommen im gleichen Zeitraum wie Spanien. Ja. 100.000, ja, das ist die Einwohnerzahl ungefähr von Kaiserslautern oder Schwerin. Ja. Also es ist einfach mal im ersten Halbjahr eine 100.000 Einwohnerstadt nach Deutschland hinzugezogen. Eine Großstadt pro Jahr. Überwiegend junge Männer, ohne Perspektive auf den hiesigen Arbeitsmärkten. Die gewaltige sozioökonomische Sprengkraft dieser Entwicklung zeigt sich immer deutlicher. Zuletzt hier, in Chemnitz. Wieder ein Mensch getötet. Wieder durch ein Messer. Wieder durch einen Migranten. Das führt zu Protesten. Auch Rechtsextreme nehmen daran teil. Doch die überwältigende Mehrzahl sind zu Recht besorgte Bürger. Von Medien durchweg angefeindet und pauschal zu Fremdenfeinden erklärt. Den vorläufigen Tiefpunkt markiert dieses Konzert in Chemnitz. Offener Linksextremismus bei Freibier auf Staatskosten. Bejubelt von Medien und führenden Politikern. Ich kann die Messerklinge in die Journalisten fressen. Wir sind ein letztes Mal zurück an der Straße von Gibraltar. Besorgniserregend ist, was Manuel Kappa über die neue sozialistische Regierung zu sagen hat. Praktisch hat sich bislang nichts geändert. Aber aus Sicht meiner Organisation wird sich was ändern. Es ist jetzt eine Partei an der Macht, die offener ist und stärker sozial engagiert. Also wird sie in all das hier investieren, in uns und in die Versorgung dieser Leute. Mehr Geld und mehr Personal. Das klingt nach deutscher Asyl- und Sozialindustrie. Etwas, das es in Spanien derzeit so nicht gibt. Ist das vielleicht das eigentliche Ziel von Ministerpräsident Sanchez? Massenmigration als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die eigenen Wähler, nach Vorbild der deutschen Grünen? Ein Effecto Llamada, also ein Pull-Faktor, sei Salvamento Marítimo nicht, glaubt Manuel Kappa. Wird darin aber von den Migranten selbst widerlegt. Es sind die letzten WhatsApp-Meldungen, die Hinrich Robum von der Afrikanerin erhält. Ihre Freundinnen sind jetzt in Spanien, feiern in Handyvideos wie diesem die gelungene Überfahrt. An Bord eines Schiffes von Salvamento Marítimo. Naja, die Senegalesen, in dem Fall sind es ja Senegalesen gewesen, die sind natürlich auch in den sozialen Medien miteinander verbunden, auf Facebook. Und da tauscht man sich aus, auch mit Bildern von geretteten Afrikanern. Als ich fragte, ist das denn auch sicher und dass die Gewässer nicht zu unterschätzen sind, da hat sie diese Bilder gepostet und hat gesagt, doch hier, macht ihr keine Sorgen, das funktioniert, wir werden gerettet. Also wenn noch irgendwo Zweifel darüber bestehen sollten, dass es keinen Pull-Faktor gibt, hier ist, glaube ich, jetzt ganz eindeutig dargelegt, dass genau dieser Pull-Faktor existiert. Fassen wir zusammen. Wir haben gesehen, wie die Dinge in Spanien im Normalfall abliefen, dass konsequente Rückführungen in Länder wie Marokko sehr wohl möglich sind und dass Marokko selbst ein aufstrebendes Land ist, das sehr wohl imstande wäre, auch weiterhin mit Spanien die Massenmigration einzudämmen. Wir haben aber auch gesehen, wie die spanische Seenotrettung von der Schleusermafia missbraucht wird und droht, zum entscheidenden Pull-Faktor für die nächsten Jahre zu werden. Wie die Dinge in Spanien weitergehen, wird die Zukunft zeigen. Lange hat das Land vorgeführt, dass Massenmigration keine Naturgewalt ist, sich sehr wohl eindämmen lässt. Was Spanien blüht, sollte es diesen Kurs verlassen, zeigt sich derweil eindrucksvoll ausgerechnet hierzulande, im ach so bunten Deutschland. Traurig, aber wahr. Und das ist auf der anderen Seite aber auch wieder etwas, was man den spanischen Medien vorwerfen muss. Da wird natürlich berichtet, ja, huch, da wählen jetzt irgendwo die Italiener so komische rechte Parteien und in Deutschland gibt es jetzt eine komische rechte Partei. Ja, aber sie sagen ihren Leuten nicht, warum die Menschen diese Parteien wählen. Wenn man das täte, wenn man den Spaniern das zeigen würde, ja, zur Primetime im Fernsehen, dann bin ich der festen Überzeugung, da würden aber eine überwältigende Mehrheit der Spanier sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also das wollen wir in unseren Städten nicht.